Hi, die Jutze, die Jut hier. Und es kam eben ein neues Pokémon Sun and Moon Video. Ich habe heute Morgen schon irgendwie so ein Gefühl gehabt. Tatsächlich ist jetzt eins gekommen. Ursprünglich wollte ich das gar nicht irgendwie, ja, was heißt reviewen oder so, irgendwie meine Meinung dazu äußern, weil, naja, ich bin ein bisschen unzufrieden, was das angeht. Ich meine, Wischiwaschi, das sieht doch schon so aus wie so ein Wischiwaschi. Ich meine, die Namen, Artworks und so von den meisten, ich sag nicht alle, aber von den neuen Pokémon, sind einfach so grauenhaft. Eine Skulled-Form, ja, krass. Das ist seine Ability. Anstatt eine Weiterentwicklung haben jetzt manche als Ability ihre Entwicklung oder was. Ich finde, das ganze Konzept von alten Pokémon-Spielen wurde komplett umgekrempelt. Das gefällt mir momentan irgendwie gar nicht. Zu was sich das entwickelt, vermutlich werden wir keine Arenen haben. Die Pokémon-Liga nicht mehr so haben, wie es vorher war. Ich meine, was ist Pyukumuku? Alles jetzt viele Wasser-Pokémon, die irgendwie scheinbar nicht viel können. Sobald er stirbt, beschädigt er das gegnerische Pokémon minimal zu ein Sechstel der KP oder was. Es sieht auch sehr fragwürdig aus, dann so ein Pilz. Ich meine, das Aussehen ist ja echt am fragwürdigsten. Aber Team Skull sieht relativ interessant aus. Der Film gefällt mir, auch wenn die Frisuren von den Weibern halt ziemlich fragwürdig ist. Aber ich finde so, der Hip-Hop-Style ist ziemlich cool. Das gab es so bislang nie. Und ein böses Team müssen wir irgendwie immer haben. Ich meine, dieser, wie heißt der, Guzma finde ich relativ cool. Aber jetzt kommt natürlich das, was mich am meisten beim Pokémon freut, nämlich die Alola-Form. Die von Mauzi gefällt mir gar nicht, auch wenn es jetzt Unlicht wird, was relativ interessant ist. Aber Snubbelcut wäre interessanter gewesen. Knorgar haben wir schon alle gewusst. Ganz ehrlich, das wussten wir schon. Wir haben es zur Information für diesen einen Inselkapitän gesehen. Feuer und Geist ist eine ziemlich interessante Kombination, auch wenn es relativ viele Schwächen haben wird. Ist eine komplette Umkrempelung der neuen, also der alten Typen. Das hatte nie solche Typen. Das war ja Boden. Dann Elektrofee bei Elektropsycho, meine ich. Tut mir leid, ich dachte erst, es wäre eine Fee. Von Aussehen sah es ein bisschen so aus. Von Raichu. Search Surfer kennen wir noch gar nicht, die neue Ability. Und welches Pokémon war es nochmal, was Elektro-Terror hatte? Ich glaube, dieses, oder Terra. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie es hieß. Irgendwas mit Tapico. Ach, keine Ahnung, dieser Inselherrscher da, der Elektro war. Ich werde ihn wahrscheinlich als Bild einblenden. Der in Kombination mit dem neuen Raichu wäre wahrscheinlich ziemlich stark. Aber ohne Witz, bis auf die First-Gen-Alola-Form verspreche ich mir echt immer weniger von den neuen Pokémon. Bis auf das gegnerische Team, wie gesagt. Aber ich glaube echt nicht, dass ich in meinem Team mehr als ein Pokémon der neuen reinpacken werde, weil die Starter sehen ziemlich beschissen aus. Wir haben mit die Entwicklung dazu schon bekommen, die habe ich in meinem letzten Pokémon Sun and Moon Video gezeigt und vielleicht kriegen wir Dragoran und mein First-Gen-Lieblings-Pokémon Tentoxa noch als Alola-Version. Also ich denke, es werden definitiv welche sein, die noch keine Mega-Entwicklung hatten, also nicht sowas wie Turtok, Bisaflor und Lamus, solche Dinge, sondern ganz neue, also auch kein Garados, aber Tentoxa wäre übelst nice. Tentoxa ist mein Gen-1-Liebling definitiv und Knogger finde ich echt, dass er mal einen Buff bekommen sollte, weil Knogger hatte immer sein Potenzial. Ich fand ihn ziemlich geil in der ersten Generation. Nur, dass er halt nicht so wirklich gute Stats hat in irgendeiner Richtung, weder Angriff. Aber gut, lasst mir auf jeden Fall eure Meinung da. Ich finde, die neuen Pokémon sind zum Großteil echt enttäuschend und ja.